Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus bei eurem sehr erkälteten Max, der aber natürlich trotzdem Videos produziert, weil das genauso sein muss. Ihr habt lange genug drauf verzichtet, als ich im Urlaub war, zumindest auf, naja, sagen wir mal 2 pro Tag. Und heute kommen wieder 2 pro Tag und darauf könnt ihr euch dementsprechend freuen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich weiß, ihr feiert den Karrieremodus und ich feiere es, wenn ihr auf diese 101. Episode einen Daumen da lasst. Wäre richtig, richtig geil. Vielleicht schaffen wir wieder 1000 Likes auf der letzten Episode, haben wir es geschafft. Vielleicht ja auch diesmal. Wir spielen erstmal den Pokal in dieser Episode und zwar gegen Reading. Und das ist, glaube ich, der Capital One Cup und das ist dementsprechend eine interessante Angelegenheit, denn wir spielen natürlich wieder mit B11, also mit Jugendforsch quasi. Und da müssen wir einiges machen. Ich denke mal, ihr kennt die ganze Chose schon und ich bin wirklich, da muss ich kurz mal sagen, sehr, sehr froh darüber, dass ihr den Karrieremodus so feiert. Ich habe bereits auf Facebook, glaube ich, angekündigt, dass es nächstes Jahr, weitere Karrieremodi geben wird und zwar 2 vom Start weg und zwar einen mit Newcastle und einen wahrscheinlich mit Arminia Bielefeld. Ich werde auch im Livestream, wenn ich jetzt nochmal in nächster Zeit Livestream, momentan ist es schwierig wegen der Erkältung und so weiter und so fort, werde aber bestimmt im Sommer in den Ferien gerade auch Livestream. Auf jeden Fall wird es auch da weiter Karrieremodus geben, nicht nur unbedingt den von Liverpool. Ron und ich wollen einen mit Gladbach ganz gerne anfangen und auch ganz gerne noch dazu einen mit Arsenal und dementsprechend, ja, wird das definitiv irgendwie mal passieren. Wir packen nochmal ein paar Spieler auf die Bank, hier beispielsweise den Murnane, den unseren spanischen zentralen Mittelfeldspieler und natürlich auch Altobelli, unseren italienischen Mittelfeldspieler. Young kommt in die Startelf für Oxlade Chamberlain, ansonsten haben wir hier nicht mehr viel zu verändern. Dementsprechend gehen wir jetzt gleich rein in diese erste Partie. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Zieler steht im Kasten. Ach, wir wissen, wie es im Pokal ist. Immer ein Gegentor. Naja, bis gleich. Newcastle zu Hause im Pokal. Erstmals in dieser Saison im Capital One Cup gegen Reading. Der Zweitligist war zu Gast und wollte hier natürlich in die nächste Runde einziehen. Das wollten allerdings schon viele Feinde diese Saison. Und keiner hat es so wirklich geschafft gegen die Jugendforschabteilung von Newcastle United. Das Ganze ist bekannt. Sie spielen mit B11 im Pokal. Und auch heute stammt wieder eine sehr, sehr junge Mannschaft auf dem Rasen im St. James's Park. Auf der anderen Seite natürlich eine routinierte und natürlich auch die A11 von Reading auf dem Platz. Und das Ganze sollte eine sehr interessante Partie hier werden. Ja, die Schiedsrichter hatten auf jeden Fall nicht viel zu tun, das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn beide Teams relativ jung und überraschenderweise relativ fair. Zieler, Darlin, Lasker als Kapitän aufgeboten, Sippel und Romagnoli noch in der Verteidigung dabei, Stindl auf der 6, Coman, Young, Nightingale, Campbell und Perez, ja, die vervollständigen so ein bisschen den Kader. Perez und Campbell, ja, im Pokal die gesetzte, ja, Stammformation, beziehungsweise Stammsturmspitze, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Auf der anderen Seite haben wir schon Obita gesehen, den wir auch hier gerade wieder im Bild haben. Im Tor steht natürlich Federici Gunter zusammen mit Ferdinand Hector und eben diesem Obita in der Defensive drin. Dann kommen Karacan und Williams auf der 6, Taylor, Tanner, McCleary Mittelfeld in der Sturmspitze, alleine der 10er, der gute Cox, der Ire und der sollte relativ, ja, gute Chancen bekommen, zumindest wenn es nach dem Matchplan von Reading laufen sollte. Die erste Aktion der Partie allerdings auf Seiten von Newcastle. Nightingale direkt auf Perez, direkt auf Campbell, direkt weiter auf Coman. Eine Ballannahme und es steht 1:0, vierte Spielminute. Der Franzose mit der ersten Chance der Partie und direkt mit dem ersten Treffer. So schnell kann es dann gehen. Dementsprechend war Cox jetzt noch mehr gefordert und gerade auch Reading, Federici chancenlos, die Defensive hatte dann noch so ein bisschen geschlafen, war noch nicht ganz wach und Coman macht das natürlich auch klasse. Wunderbar weitergeleitet von Campbell. Die Ballannahme im richtigen Moment. Der Abschluss kommt früh, aber er kommt rechtzeitig und somit 1:0. Danach, ja, ein bisschen frustvoll hier von Williams im Mittelfeld gegen Nightingale. Wir haben wieder seine Fußballkunst gerade bewundern dürfen und dementsprechend gibt es da auch relativ früh in der Partie zu Recht die gelbe Karte. Er hat ein bisschen Glück, dass er ihn nicht richtig getroffen hat, sonst hätte er eventuell auch rot geben können und nach 8 Minuten Reading in Unterzahl gegen den ersten Ligisten und Meister der englischen Premier League wäre im Pokal quasi ein K.O. gewesen. Eigentlich versucht Reading zurückzukommen, das erste Mal nach knapp 20 Minuten in der Offensive. Da ist Karacan auf Cox. Cox gegen Darlin, aber der macht das klasse. Der junge Rechtsverteidiger, der Schwede von Newcastle United, ja selber ausgebildet. Hier wunderbar in der Situation. Und vor allem in der Offensive kamen sie jetzt weiter nach vorne durch Konter. Campbell geht nach dem Ball von Perez. Der versucht es dann direkt mit dem Schuss und Federici ist da. Gute Parade vom, ja, Stammtorwart von Reading. Das war richtig gut gehalten. Da allerdings auch ein guter Versuch von Campbell. Allgemein waren sie besonders nach Kontern extrem gefährlich, gerade nach Standards von Reading. Hier ist Nightingale, der macht das da klasse. Und jetzt der Lob in den Lauf von Campbell. Der ist wieder schnell genug für Gunter. Der Schuss. Und im Endeffekt ist wieder Federici da und verhindert hier das 1:2, ja, das 2:0 natürlich. Danach war Halbzeit, mehr passierte nicht mehr in Durchgang 1. War eine sehr interessante Partie, wie gesagt, gerade Newcastle mit vielen Chancen. Zur Halbzeit wurde dann gewechselt. Es kam Altobelli für den unauffälligen Stindl. Allerdings kam auch Reading und zwar erstmal nach vorne mit Tanner. Über außen, keiner greift ihn so wirklich an. Romagnoli, der denkt sich da, ich kann weggehen, kann er aber nicht. Keiner greift ihn an, der Ball kommt in die Mitte und da steht Taylor komplett frei. Erste Chance, die wirklich aufs Tor ging für Reading, der erste Torschuss und direkt eine hundertprozentige Quote und das 1:1. Das war richtig bitter in der Situation. Niemand greift da wirklich, ja, den Mann auf außen an, den Tanner und dann im Endeffekt geht Romagnoli weg und im Endeffekt drückt auch Sippel nicht richtig drauf und dementsprechend kann er den Ball an den Fünfer passen. Zieler chancenlos und es steht 1:0, weil keiner auf Taylor aufpasst. Natürlich versuchte Newcastle direkt zu antworten, wieder mal
nochmal Nightingale aus der Distanz. Schöner Schuss, aber Federici ist wieder da. Trotzdem kann man die Szene ja quasi so ein bisschen als Einläuten einer Offensive von Newcastle betrachten. Hier ist der furiose Coman, der das 1:0 erzielt und kriegt hier den Elfmeter gegen Ferdinand. Der machte richtig viel Furore auf seiner linken Außenbahn. Zieht ihn mal in die Mitte und wird gefoult. Wir sehen in der Wiederholung, es ist zu Recht der Elfmeter in der 62. Minute für Newcastle und somit die Chance auf 2:1 zu stellen. Denn Ferdinand trifft zwar den Ball, aber zuerst Coman und dementsprechend ist es hier der Elfmeter. Ausgeübt von Callum Nightingale, der ja, Fußballkünstler, will natürlich hier auch mal zeigen, dass er auch effektiv sein kann, will dementsprechend treffen, hat ja schon mal im Pokal diese Saison erfolgreich sein können und hier gegen Federici behält er die Nerven, 2:1 für Newcastle, 63. Spielminute, die erneute Führung für die Magpies, wunderbar geschossen, Elfmeter, Federici hat zwar die richtige Ecke, ist aber chancenlos gegen den hochgeschossenen Elfmeter von Callum Nightingale, der Nachwuchsstürmer dementsprechend mit seinem nächsten Tor, mit seiner nächsten gelungenen Aktion, dann kam Shuttleworth Moneng für eben diesen Callum Nightingale, der Torschütze ging dementsprechend raus und der junge Spanier kam in die Partie, er ja, so ein bisschen mit dem Debüt für Newcastle United, war im Gegensatz zu Callum Nightingale natürlich ein deutlich stämmigerer Spieler, 1,86 groß und deutlich breiter gebaut. Allerdings trotzdem sehr, sehr technisch stark und das zeigt er auch gleich in seiner ersten Aktion. Kriegt hier nämlich den Ball und macht damit gleich genau das, was man erwartet. Der Ball kommt hier auf Romagnoli. Romagnoli im 16er macht das an sich gut. Der Ball wird rübergelegt auf den Bayern. Yang Yang scheitert aber im Endeffekt leider ein bisschen bitter. Und dann kam wieder Nonano und diesmal sieht man ihn auch im Mittelfeld nach dem Kopfball von Altobelli. Setzt sich hier wunderbar durch mit einem kleinen Trick. Macht dann nochmal weiter. Wunderbar gemacht. Und dann kommt der Ball in den Lauf wieder mal von dem Bayern. Yang, der ehemalige Torjäger. Eiskalt vom Tor in seiner Jokerzeit. Hier scheitert er wieder mal an Federici. Allerdings ist die Szene noch nicht vorbei, denn es gibt den Einwurf und es gibt wieder Monana, das kann ich schon mal ankündigen. Der Einwurf ausgeführt von Kingsley Coman auf Campbell und dann ist da gleich wieder Monana. Und wen der sieht, das ist eindeutig und zwar Florin Thauvin. Thauvin versucht nochmal zum zweiten Mal nochmal abgeblockt und das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt also und zieht in die nächste Runde des Capital One Cups ein. Reading hat insgesamt zu wenig investiert, hatte nur eine richtige Chance, Ziel aber chancenlos, müssen wir einmal richtig eingreifen und dementsprechend verdienter, ja, nächster Rundeneinzug sozusagen für Newcastle United. Die tun zufrieden, die McPies zufrieden, MGT zufrieden, was Besseres gibt es doch gar nicht im St. James Park. Ich würde sagen, das war in Ordnung. Wir hätten ein paar mehr Tore machen können. Wir haben viele unserer Chancen liegen lassen. Aber gut, sowas kann halt auch mal passieren. Und im Endeffekt hat Nightingale dann den Elfmeter reingemacht. Und dementsprechend sind wir in der nächsten Runde des Pokals, genauso wie unter anderem Birmingham oder auch Middlesbrough oder auch Chelsea, die sich gegen Crystal Palace durchgesetzt haben. Ein bisschen überraschend, dass die zwei Erstligisten dann spielen müssen. Aber natürlich auch gut für die Zweitligisten, weil die dann größere Chancen haben, in die nächste Runde einzuziehen. Aus Frankreich haben wir nichts Interessantes dazu bekommen. Zumindest meines Erachtens nicht. Ich glaube doch, oder? Jattara, genau. Der von Lyon, der Mann aus Mali. Ich glaube, es ist Mali. Den gucken wir uns zumindest mal an. Ansonsten hier nichts mehr Besonderes dabei. Wir simulieren weiter und zwar zum Spiel gegen die Tottenham Hotspurs und das gibt es natürlich auch noch in dieser Episode. Wir haben 5000 Transferbudget dazu bekommen. Das Ganze war hier wieder ein bisschen buggy, deswegen bin ich kurz rausgegangen, habe die Jugendstab angeguckt und dann können wir uns auch gleich die Nachrichten angucken. Wir kriegen eine Nationaltrainer-Offerte von Paraguay, die lehnen wir natürlich ab, denn wir wollen ja nicht Nationaltrainer werden. Und aus Deutschland haben wir ein paar Sachen, allerdings ja keine wirklich interessanten Spieler. Haben wir ja wieder den Kaku-Kata-Kata-Kata und Wood. Den gucken wir uns an. Der hat nämlich gegen Deutschland getroffen und deswegen dachte ich mir, kann man auf jeden Fall mal durchsnappen, aber da haben wir jetzt von der Liste runtergetan. Den Vertrag läuft zwar aus, aber der Junge ist mittlerweile auch 33 Jahre alt, von daher nicht mehr für uns interessant. Campbell geht raus, genau so ist richtig. Dafür kommt Remy rein und wir spielen allgemein mit einer etwas offensiveren und schnelleren Variante, denn ja, Campbell ist ein bisschen raus, ist zwar auch schnell, aber so spielt Reus halt neben Remy. Ibrahimovic wieder nur auf der Bank. Ich denke mal, ich habe das ja, ausreichend erklärt. Seine Ära ist so gesehen beendet oder auch nicht, je nachdem, was passieren wird. Nightingale übrigens immer noch mit der Form nach unten, weil sie nicht verstehen, hat ein gutes Spiel gemacht, hat ein Tor gemacht. Also irgendwas musste auf jeden Fall mal passieren. Also dementsprechend würde er auch weiter auf der Bank sitzen und ich verhaspel mich hier gerade so ein bisschen, vor allem auch, weil ich keine Luft mehr bekomme, weil meine Nase wieder zu ist. Das ist ein bisschen blöd, aber ich kommentiere jetzt trotzdem mehr weiter bis zum bitteren Ende, beziehungsweise bis zum nächsten Spiel. Stindl wird auf der 6 agieren, nee, auf der 10. Geis wird nämlich auf der 6 agieren. Perez geht ganz raus aus ja, unserem Kader für das Spiel gegen die Spurs. Dafür rückt, wie gesagt, Stindl auf die 10, Geis auf die 6 und De Jong geht auch erstmal raus. Für ihn startet nämlich Reus im Sturm und auf der linken Seite Florin Thauvin. Ich hätte eigentlich Thauvin rechts spielen lassen und dann Ibrahimovic im Sturm, aber ich habe mir dann gedacht, okay, Oxlade-Chamberlain hat eine gute Form, dementsprechend spielt der auf rechts und das ist unser Kader dann für die Partie. Ibra bleibt natürlich in der Startelf, beziehungsweise nicht in der Startelf, sondern im Kader drin. Dementsprechend kann er eingewechselt werden und ist auf jeden Fall eine Alternative. Übrigens habe ich dann noch vergessen, den Mendy reinzupacken und Zieler wird wieder spielen, weil er gerade nichts zu tun hatte. Wir gehen ins Spiel, viel Spaß und bis gleich. Zwei Top-Clubs treffen aufeinander. Vor ein paar Jahren hätte es dieses Duell wohl noch nicht zumindest in diesem Rahmen gegeben. Newcastle United gegen die Tottenham Hotspurs in St. James' Park. Nach dem Weiterkommen im Pokal gegen Reading natürlich wieder ein sehr interessantes Spiel für die Fans der Magpies, das heißt für die Toons, die natürlich auch heute wieder ins Stadion gepilgert waren. Das Stadion wie immer ausverkauft und auch viele Spurs-Fans mitgereist, um hier gegen den Meister der Vorsaison ja ein gutes Bild abzugeben beziehungsweise ihre Mannschaft zu unterstützen. Und das sollte natürlich nicht einfach werden, denn Newcastle auch in dieser Saison wieder sehr, sehr
stark dabei. Moussa Dembélé war einer der Spieler, der vor dem Spiel gesagt hatte, es würde eines der schwersten Spiele der Saison werden. Zieler wieder im Tor. Er spielte quasi, weil er in den letzten Partien nichts zu tun bekommen hatte, gegen Reading. Chambers, Sané, Laporte, Mendy, Guys, Oxlade-Chamberlain, Thauvin, Schnindel, Reus und Remy in der Offensive. Reus und Remy als Doppelspitze, nicht Ibrahimovic, obwohl Campbell nicht im Kader stand. Das lag daran, dass man mit mehr Tempo kommen wollte und Ibrahimovic ja nicht der allerschnellste Spieler. Auf der anderen Seite nämlich eine sehr schnelle Defensive. Walker, Vertonghen, Šiličić und Rose, alle sehr, sehr schnell unterwegs. Worm im Tor, davor dann Dembélé, Bentaleb, Gomez, Ceballos, Eriksen und Emmanuel Adebayor in der Offensive als einziger Stürmer mit dabei. Auf der Bank unter anderem Roberto Soldado oder Erik Lamela, das heißt auf jeden Fall Potenzial. Und ja, die Spurs starteten besser in diese Partie, und zwar über Nabil Bentaleb und Ceballos mit der Flanke und Adebayor mit dem Kopfball. Das war die erste gute Aktion des Togolesen in dieser Situation. War das gar nicht mal so schlecht, was er da rausgeholt hatte. Und weiter ging es mit eben diesem, ja, Mann aus dem Togo. Hier Dembélé mit dem Ball auf Eriksen und der wunderbare Save von Ron-Robert Zieler. Und hier kommt Adebayor, allerdings bekommt der Ball ja quasi nur noch von ihm so ein mit, dass er zum Abstoß geht. Newcastle braucht etwas, um in die Partie zu kommen. Die erste Chance nach Reus hier, wunderbarer Ball von Stindl, aber er zieht den Ball am Tor vorbei. Hatte sich da im Laufduell mit Rose wunderbar behauptet. Genau dafür braucht man dieses Tempo, und Newcastle wurde jetzt mit viel Tempo von Oxlade-Chamberlain deutlich besser. Flanke auf Remy abgewehrt, und da steht Florin Thauvin, der hat einen starken linken Fuß, versucht es, und Worm ist da. Es bleibt beim 0:0 nach 27 Minuten. Newcastle jetzt aber das bessere Team und hatte die besseren Chancen. Hier ist Florin Thauvin mal wieder sehr aktiv auf der linken Außenbahn. Geis mit dem Ball auf Marco Reus, auch der natürlich wie immer sehr aktiv. Der Ball auf Loire Mida macht das klasse gegen Chiriches, und im Endeffekt ist Worm da, und Stindl kann den Ball nicht mehr unter Kontrolle bringen. Dementsprechend weiterhin 0:0 im St. James's Park. 45. Minute, letzte Chance der ersten Halbzeit. Aber Remy versucht heranzukommen mit dem Flugkopfball, schafft das aber nicht, und dementsprechend geht es mit dem 0:0 in die Halbzeit. Es war auf jeden Fall noch Luft nach oben. In den ersten Minuten gab es viele gute Chancen für die Spurs, danach viele gute Chancen für Newcastle, aber noch keine wirklich hundertprozentige. Das musste in der zweiten Halbzeit kommen und sollte kommen mit Zlatan Ibrahimovic. Erik Lamela wurde eingewechselt, genauso wie der Schwede. Das heißt, auf beiden Seiten weiteres Offensivpotenzial. Stindl rückte eine Position weiter nach hinten auf die 6. Geis ging dafür raus und Ibrahimovic auf der 10. Und es ging gleich gut los mit der Offensive von Newcastle. Hier die Balleroberung von Thauvin, macht das gut und versucht einfach mal aus der Distanz. Das war gar nicht mal so schlecht. Eigentlich natürlich weit übers Tor von Worm hinweg. Dementsprechend ging da auf jeden Fall noch einiges, auch für den Franzosen. Auch wenn dieser Schuss, wie gesagt, gar nicht so schlecht war und die Offensive für den zweiten Durchgang einläutete. Von Ibrahimovic hat man bis dahin noch nichts gesehen nach 3 Minuten, was ungewöhnlich war. Aber dann Kopfball von Stindl, und da ist Ibrahimovic, der Schwede, mit dem Ball auf Reus. Eigentlich als Zehner aufgeboten. Hier spielt er plötzlich Stürmer, und zwar gegen Vertonghen, macht das 1:0. 53. Minute, der Belgier hatte nicht genug aufgepasst auf den Schweden, war wohl noch eingestellt auf den guten Lars Stindl, der in der ersten Halbzeit sehr unauffällig gespielt hatte. Und dann im Endeffekt ist es Ibrahimovic, der sich diese Chance nicht nehmen lässt. Worm chancenlos mit dem Außenriss in die linke untere Torecke. 1:0 also für die Spurs, für die Magpies. Die Spurs versuchten zurückzukommen. Eigentlich mit einem Kopfball von Bentaleb, der sehr ungefährlich war, war das nicht so wirklich erfolgreich. Es ging weiter mit Newcastle in der Offensive. Eckenvariante von Stindl, spielt den Ball nach außen auf Mendy, der legt den rein, und zwar auf Oxlade-Chamberlain aus der Drehung, und Worm ist da. Das war eine richtig gute Variante, und der Niederländer mit einer guten Parade gegen den englischen Jungnationalspieler. War auf jeden Fall nicht schlecht, und der nächste Eckball reingetreten, wieder von Lars Stindl. Diesmal versucht aus dem Kopf von Salif Sané, der kommt nicht ran, aber Remy kommt da irgendwie noch zum Seitfallzieher, der wäre drin gewesen, aber auf der Linie abgewehrt nochmal Mendy mit dem Versuch aus der Distanz, aber diesmal endgültig abgewehrt von Vertonghen oder auch nicht, denn der Ball landet bei Chambers, und der spielt ja direkt wieder nach vorne. Ibrahimovic läuft am Ball vorbei, nicht so schlimm, Mendy ist da, und da ist Florin Thauvin, der spielt weiter auf Lars Stindl, jetzt mal wieder in der Offensive aktiv, macht das da gut, die Flanke kommt aber nicht von ihm, sondern von Thauvin, und dann ist Marco Reus da, setzt den Ball übers Tor, es bleibt beim 0:0, es war die dickste Chance in der zweiten Halbzeit für Newcastle. Dann kam Roberto Soldado auf der anderen Seite für Adebayor, dementsprechend nochmal ein bisschen Offensive in den letzten Minuten, beziehungsweise eine andere Offensivvariante, und zwar mit dem sehr torgefährlichen Spanier. Der Ball kommt auch direkt rein, und Mendy bringt ihn aufs eigene Tor, Zieler segelt vorbei, das war die dickste Chance im zweiten Durchgang für die Spurs, und das vom gegnerischen Spieler war ein bisschen bitter, aber sie versuchten es weiter. Über Ceballos, der legt nochmal auf Lamela, und Lamela legt nochmal in die Mitte auf den aufgerückten Chiriches, Fallrückzieher, und Zieler ist da, der rumänische Innenverteidiger versucht es hier nochmal, aber der Weltmeister von 2014 macht das sicher. Worm hier mit nach vorne, 89. Minute, Eckball über Eriksen. Der könnte gefährlich werden. Und im Hintergrund kommt Ceballos komplett frei angerauscht und kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Es war ja quasi nochmal die dickste Chance in dieser Partie, aber es war auch die letzte. Newcastle United gewinnt mit 1:0. Im Endeffekt über weite Strecken verdient gegen die Spurs, die zu wenig investiert und lässt in der Schlussoffensive wirklich gefährlich wurden. Chiriches und Ceballos vergaben die Riesenchancen, und dementsprechend reicht das Tor vom eingewechselten Ibrahimovic 5 Minuten nach seiner Einwechslung, um hier erfolgreich zu sein. Vielleicht steht er nächstes Jahr öfter in der Startelf.
Das war ein erfolgreiches Spiel, würde ich mal sagen. Und Ibrahimovic hat gezeigt, warum man sich auf ihn verlassen kann, auch wenn er ein Wechselspieler ist. Wie gesagt, ich baue nicht mehr hundertprozentig als Stammkraft auf ihn, auch weil es eventuell seine letzte Saison ist. Ich werde natürlich öfter mal spielen lassen, gerade im Pokal. Aber sonst wollen wir natürlich andere Spieler aufbauen. In der Winterpause auch einen jungen Stürmer verpflichten, beziehungsweise einen guten Stürmer verpflichten. Aber wir haben gesehen, es reicht auf jeden Fall noch dazu, um die Spurs zumindest mal zu zerstören. Und die sind ein sehr, sehr starkes Team. Wir motivieren den schlechtesten Spieler aus dem Kader, zumindest was die Form angeht. Und zwar ist das Salif Sané, auch wenn der gar nicht so schlecht war, ehrlich gesagt. Geis ist auch schlecht drauf. Der aber wirklich, dementsprechend wird der in der nächsten Episode wahrscheinlich eher nicht spielen. Da geht es in der Champions League gegen Anderlecht. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.